Ich stelle Ihnen eine unserer wesentlichen Fragen, die wir allen Praktikanten stellen. Wo sehen Sie sich selbst in 10 Jahren? Wenn ich 80 bin. Ich bin Ben Wolltecker. Ich habe um 4 einen Termin. Hat sie ein Meeting mit Ihrem neuen Praktikanten? Der bin ich. Wie alt sind Sie? 70. Sie? Ich bin 24. Ich weiß, ich sehe älter aus. Das macht der Job. Da altert man was für Sie ja nicht gerade Tolles. Entschuldigung. Hi, Jules. Ich bin Ben, Ihr neuer Praktikant. Es freut mich, dass Sie das auch mit Humor sehen. Wie auch sonst. Okay, Sie haben es ja so gewollt. Ich freue mich. Ich schicke Ihnen eine Mail, wenn es für Sie was zu tun gibt. Bleibt die Tür offen oder soll ich sie zumachen? Ist mir egal. Offen, um ehrlich zu sein. Sie gewöhnen sich noch an mich. Ich freue mich drauf. Da kommt sie. Hey, Beck, was geht? Du siehst selbst aus. Wie lange kann eine Frau sauer auf einen sein? Sie haben bestimmt mit ihr geredet, sich entschuldigt. Ich hab sie angemeldet. In der Betreffzeile stand, es tut mir so leid. Mit ganz vielen O's, also es tut mir so leid. Mit einem traurigen Smiley, eine Träne rinnt über seine Wange. Die Investoren denken doch nur, dass ein erfahrener Geschäftsführer dir ein bisschen Arbeit abnehmen kann. Dann nehme ich Geschäftsführerunterricht. Jules versucht es allen recht zu machen. Der Druck ist immens. Sie allein haben diese Firma vor 1,5 Jahren gegründet. Vergessen Sie das nie. Die Wahrheit ist, Sie haben etwas an sich, das mich beruhigt oder erdet oder sowas. Und das tut mir sehr gut, offensichtlich. Wie können innerhalb einer Generation Männer vom Schlag eines Jack Nicholson oder Harrison Ford zu... Oh Mann. Der will sein Geld zurück. Retter aus Deutschland. Ich hasse die Deutschen. Aber Panos, du bist doch selber Deutscher.